Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal mit einem neuen Projekt, und zwar einem neuen Let's Show vom FM. Denn wie ich ja schon auf FM Arena, FM Zocke, Facebook und so mitgeteilt hatte, funktioniert der FM 13 nicht mehr. Da versuche ich alles, wie der funktioniert. Und solange der nicht funktionieren wird, brauche ich ja ein anderes Projekt, und ich werde das nicht nur dann weitermachen, wenn es nicht funktioniert, sondern auch wenn das alte Projekt wieder funktioniert, werde ich dieses hier weiterführen. Und dann haben wir halt zwei Let's Shows, und zwar diesmal nicht mit einem CAC-Verein, sondern beim FM 17 habe ich jetzt mal etwas anderes gemacht. Und zwar sehen wir hier, ich bin bei Wycombe Wanderers in England in der vierten Liga, und ich hatte die, glaube ich, auf Platz 12 oder so übernommen und auf Platz 9 noch hochgeführt. Wir wären sogar fast noch Achter geworden, aber hatten leider nicht so viel Glück. Das war die Mannschaft, die ich übernommen hatte. Ich hatte ja schon nach der Wintertransferphase den Verein erst übernommen, weswegen ich daran nicht mehr viel ändern konnte, weswegen wir halt so ein altes Team hatten. Musste ich halt damit arbeiten. Auf jeden Fall hatten wir noch die Mannschaft des Jahres. Da hatten wir 2 von den 11 Spielern stellen können. Dann hatten wir 320.000 für den 9. Tabellenplatz bekommen, hatten unser Saisonziel erreicht, wo uns der Präsident gesagt hat, dass er zufrieden damit war und hofft, dass wir uns in der nächsten Saison steigern, was aber nicht unter uns sein wird, da ich nur für den Rest der Saison unterschrieben hatte. Und es gab eine Talentaufwertung für Gugge. Der Belgier war von Genk an uns ausgeliehen. Wir konnten eine Kaufoption ziehen, das haben wir gemacht. War zwar sehr teuer, aber das war ein sicherer Halt. Und auch wenn ich den Verein wieder verlassen werde, wollte ich wenigstens das machen. Und vorläufiges Ergebnis des Lizenzierungsverfahrens war, dass wir ohne Probleme die Lizenz erhalten werden. Dann gehen wir hier mal rein, und zwar bin ich gerade in verschiedenen Sprachen am Lernen. Das werde ich euch gleich auch nochmal genauer zeigen. Deutsch und Englisch war ja voreingestellt von mir. Außerdem bin ich in dem Spiel gerade am Lernen von Dänisch, Isländisch, Finnisch und Schwedisch. Lieblingsspieler sind natürlich Schuhen und Lieblingsverein Hansa. Niemals trainieren würde ich viele Vereine. Ich habe einfach mal Chelsea genommen. Jobsicherheit ist bei dem Verein derzeit 17 von 20, denn wir haben die ordentlich hochgebracht. Wir haben den Verein am 19.02. übernommen und werden noch bis zum 30.06. dort Trainer sein und verdienen dort 75.000 im Jahr. Und dann zeige ich euch mal eine Karriereoption. Nein, das wollte ich euch gar nicht zeigen. Doch, den genauen Vertrag. 75.000 kriegen wir Grundgehalt, dann 1.250 Siegprämie, 1,1% Gewinnbeteiligung. Der Vertrag läuft halt direkt am Ende der Saison auch aus, das habe ich extra so verhandelt. Klauseln waren nicht mit inbegriffen. Ziel war obere Tabellenhälfte, was wir geschafft haben, und nationaler Pokal konnten wir sowieso nichts mehr machen, weil die zu dem Zeitpunkt, wo wir zum Verein gekommen sind, schon ausgeschieden waren. Dann haben wir hier zu sehen, dass wir 14 Spiele mit denen gemacht haben, haben dabei 10 Siege geholt, also ordentlich nochmal Power gegeben. 2 Unentschieden und 2 Niederlagen, das ist auf jeden Fall ordentlich. Das heißt, wir haben mit denen 32 Punkte geholt in 14 Spielen, das ist auf jeden Fall ordentlich. Da kann man nichts gegen sagen, und hätten es fast noch in die Playoffs geschafft, haben wir dann aber nicht. Direkt aufgestiegen sind Plymouth, Doncaster und Portsmouth. Besonders für Portsmouth freut mich das natürlich sehr. In der Biografie hatten wir hier das bisschen, zum Beispiel auch, dass wir einen Partner gefunden haben. Freundesliste hatten wir noch keinen, Rekorde. Ist jetzt auch noch nichts Großartiges. Das persönliche Einkommen und Titelgewinne. Und ich muss zu dieser Karriere noch dazu sagen, ich werde den Verein des Öfteren verlassen, immer wenn ich der Meinung bin, dass ich den Verein so hingeschaffen habe, wie ich es will, verlasse ich den Verein. Und ich werde einfach mal, weil ich eine Karriere machen will, wo ich verschiedene Vereine trainiert habe, maximal, denke ich mal,
drei bis vier Saisons bei einem Verein bleiben. Aber wirklich maximal. Ich denke nicht, dass ich da noch länger irgendwo bleiben werde. Auf jeden Fall sehen wir uns jetzt gleich nach dem Cut wieder mit dem nächsten, was ich euch zeigen will. So, das war der kleine Cut und diesmal zeige ich euch nämlich noch die Teamhierarchie und wir hatten zwar keinen Anführer, aber dafür waren Führungsspieler und einflussreiche Spieler sehr stark vertreten und auch der Newcomer Morias hat sich gut eingelebt. Also war alles perfekt, was das anging. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Und da bin ich wieder nach diesem Cut und da sehen wir hier die Tabelle der vierten englischen Liga. Wir haben es von Platz 12 noch in den 14 Spielen auf Platz 9 geschafft. Bin ich auf jeden Fall sehr mit zufrieden. Plymouth mit 100 Punkten. Runter müssen Cambridge und Colchester. Die für Colchester ist natürlich besonders bitter. Die sind da die Saison zuvor erst abgestiegen und müssen jetzt den nächsten Abstieg hinnehmen. Wir haben unser letztes Spiel nochmal mit 1-0 gegen Crew Alexandra gewonnen, die auch in der unteren Tabellenhälfte waren. Das sind die anderen Ergebnisse. Im nationalen Pokal können wir auch nochmal gucken, wie die sich ohne uns geschlagen haben. Ich mach mal ein bisschen langsamer hier durch, damit ihr euch das noch ansehen könnt, wenn ihr irgendwie stoppen wollt, weil ihr einen Verein seht, den ihr interessant findet. Und dort waren wir gegen Carlisle United 1-0 weitergekommen. Wie gesagt, da war ich noch nicht im Verein. Dann kommen wir dann. Warum waren wir da schon nicht mehr drin? Wir hatten noch gewonnen. Und der kam automatisch in die dritte Runde. Ne, keine Ahnung, wo wir da auf einmal sind. Vielleicht habe ich uns auch übersehen. Das ist richtig bitter. United fliegt gegen Norwich raus. Im Viertelfinale Everton, Liverpool, Arsenal und Tottenham weiter. Da also die Favoriten weiter. Im Halbfinale setzte sich Arsenal gegen Everton durch und Liverpool klar gegen die Spurs. Und das Finale gewann Arsenal. Den FA Cup gewann Tottenham. Die Johnston's Paint Trophy gewann Flatwood. Und das FA Community Shield zwischen dem Meister und dem Pokalsieger gewann City eindeutig mit 3-0. Und dann sehen wir uns gleich nach dem nächsten Cut wieder. So, und das war auch schon dieser kleine Cut. Und zwar kommen wir jetzt mal zu den Tabellen der anderen Ligen. Dort zum Beispiel in Argentinien gewann Boca Juniors. Oder führte zumindest an. Ich weiß nicht, ob da Playoffs sind. Keine Ahnung. Junioren interessieren uns in Argentinien jetzt nicht so. In Belgien ist auf jeden Fall Playoff-System. Auch wenn ich hier jetzt nicht so ganz durchsehe. Auf jeden Fall vor den Playoffs Anderlecht auf 1 und Brügge auf 2. Anderlecht dominierte diese Saison richtig. Eusen muss runter. Auch hier interessieren uns die Jugendligen nicht. Brasilien wurde angeführt von Gremio Alegre, dann der Flamengo, Sao Paulo auf 6, runter müssen diese 4, Chapecoense auf 9. Serie B wird angeführt von Joinville, De Gama, Goiás und Hawaii, runter müssen Tupi, Luverdense, Regadas und Correa. Und Tupi und Regadas hatten uns ebenfalls angefragt, Villanova ebenfalls, ob wir da Trainer sein wollen, aber da hatte ich abgelehnt, wie wir jetzt sehen, zum Glück. Die Bundesliga wurde gewonnen von Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen auf 2 und Bayern München mit einer enttäuschenden Saison nur auf Platz 3 runter müssen, Darmstadt und Ingolstadt wie in echt, bloß das Freiburg nicht so weit oben ist wie in echt, sondern in die Relegation muss. Und die war sogar schon und da setzte sie sich zum Glück gegen Fortuna Düsseldorf durch, das ist super. Das heißt,
nur Darmstadt und Ingolstadt müssen runter. Zweite Bundesliga wurde wie in echt angeführt von Stuttgart und Hannover. Hier musste aber Fortuna in die Relegation, wo sie sich zum Glück nicht durchsetzten. Aue musste hier runter, Würzburger Kickers muss hier nur in die Relegation und Dresden musste auch leider runter, also die drei Aufsteiger mussten runter, außer Würzburg hat sich in der Relegation durchgesetzt, haben es aber nicht, Duisburg kam hier über den Umweg der Relegation in die zweite Liga, nicht viel in echt, wo sie direkt das geschafft haben. Hier hat es sogar Paderborn geschafft, wieder aufzusteigen, in echt sind sie ja leider abgestiegen, außerdem Chemnitz und Duisburg mit hoch, Rostock leider nur auf Platz 6, Aalen, Zwickau und Osnabrück müssen in die Regionalliga. Kommen wir nochmal die Union durch, da könnt ihr, wenn euch das interessiert, stoppen. Auf jeden Fall Gladbach Erste, Mainz und Stuttgart müssen runter. Hoffenheim und Augsburg Erste, Heidenheim und Paderborn müssen runter. Hansa bleibt gerade noch drinne. Und Wolfsburg und 1860 hoch, Cottbus und Viktoria Köln runter. Dortmund geht hoch. Ne, Dortmund wird Meister bei den B-Junioren. Braunschweig und Hamburg müssen runter. Nürnberg und Bremen gehen hoch, Pauli und Bochum gehen runter und Hansa, das ist super, und Fürth gehen hoch, Paderborn und Chemnitz verabschieden sich aus der B-Union 3, das ist natürlich bitter, nachdem sie mit der ersten Mannschaft in die zweite Liga aufgestiegen sind. Dann Dänemark, da habe ich auch nur die erste Liga, Kopenhagen zum Glück erste, dann der Mütterland und Aarhus. Abgestiegen sind noch Zeeland, Lyngby, Odense und Horsens. So viele, die da absteigen, das wusste ich auch gar nicht. Dann England wurde angeführt von Manchester City, die leider am letzten Spieltag Arsenal überholt haben. Dahinter Liverpool und United, das heißt drei sympathische Vereine auf jeden Fall, in der Champions League vertreten. Dahinter Tottenham, Crystal Palace, Chelsea nur siebter, Everton leider nur zehnter. Abgestiegen sind Burnley, Hull City und Watford. Aus der Skybet Championship müssen Villa und Cardiff wieder hoch, beziehungsweise dürfen wieder hoch. Newcastle, Norwich, Brighton, Hove Albion und Derby County gingen in die Playoffs. Und dort hat sich anscheinend Newcastle gegen Norwich City durchgesetzt. Also Aston Villa, Cardiff und Newcastle hoch. Burton Albion, Ipswich und Barnsley dürfen oder müssen runter. Skybet League One wird angeführt von Bolton und Coventry, Sheffield Southend, Gillingham und Scunthorpe United mussten in die Relegation bzw. in die Playoffs. Port Vale, Swindon, Chesterfield und Oxford mussten runter und hier sehen wir wieder unsere Tabelle. Da würde ich mich ja auf jeden Fall noch interessieren, wer sich da durchgesetzt hat in der Relegation. Ach, da war das Finale noch gar nicht. Ach doch, aber Leighton hat es nicht reingeschafft ins Finale. Geoville Town ist mit aufgestiegen. Auf jeden Fall gehen wir hier dann auch nochmal in die Juniorenligen. Hier werde ich jetzt nicht nochmal sagen, wer da was geschafft hat, sondern einfach nur durchgehen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr ja stoppen. City scheint echt eine starke Jugend zu haben, so wie ich das gerade gesehen habe. Und dann gehen wir nach Finnland. Helsinki natürlich wieder Erste. Abgestiegen sind Palloseura und Vanta. Was mit Inter Turku ist, weiß ich nicht. Mussten die in die Playoffs oder Relegation oder sowas? Keine Ahnung. Also, die sind ja auch so ein bisschen hellrot unterlegt. Keine Ahnung, was das bedeutet. Dann gehen wir nach Frankreich. Dort wurde überraschend Olympique Marseille Erste. Damit hätte, glaube ich, auch keiner so wirklich gerechnet. Monaco auf 2, Paris auf 3, Lyon auf 4, Bordeaux auf 7, Saint-Étienne auf 9, Nizza auf 8, Stade Rennes auf 10, Toulouse auf 13, SMK auf 17, Metz Dijon und Nancy-Laurent müssen runter. Ligue 2 kommt Le Havre hoch, außerdem Stade Rennes und Stade Brest. Red Star Paris auf Platz 8. Bourg-en-Bresse, Peronas, C. Amiens und Olympique Nîmes müssen
in die Unterklassigkeit. In Griechenland wird die Tabelle angeführt von Olympiakos Piräus, dahinter Thessaloniki und AEK Athen nur auf 4, Panathinaikos Athen sogar nur auf 5, Tripolis auf 7 und Thessaloniki, Larissa und Platanias müssen runter. Island wird von Reykjavik eindeutig angeführt, runter müssen Akranes und Vestemanier oder wie auch immer die ausgesprochen werden. Italien natürlich wieder mit Juventus Turin als Meister. Lazio, Rom und Turin kommen ebenfalls in die Champions League, hinter Mailand und Neapel. In die Europa League dahinter Mailand und Florenz. AS Rom leider nur auf 10. Calcio auf 12. Palermo muss leider runter. Chievo, Verona und Crotone ebenfalls. Serie B wird angeführt von Frosinone und Vicenza. Die anderen müssen hier in die Playoffs. Runter müssen auch so einige. Die waren zum Beispiel auch an mir interessiert. Pisa auch. Dann gehen wir nach Kroatien. Dort zum Glück angeführt von Dynamo Zagreb. Dahinter Hajduk Split. Runter muss Istra. Die Niederlande wird angeführt von Eindhoven. Hinter Eindhoven kommt Groningen. Rotterdam nur auf 4. Alkmaar auf 6. Utrecht auf 5. Und Ajax Amsterdam, das gefällt mir überhaupt nicht, nur auf 7. Sparta Rotterdam muss leider mit Abstand als letzter runter. Twente entschieden auch 16. nur. Dann Norwegen, Stroms, Godset wird klar Meister. Rosenborg nur 3. Und Viking, Starbeck und Sokndal müssen runter. Hier sehe ich nicht so ganz durch. Die werden ja wohl nicht alle absteigen. Ich denke mal, das wird Abstiegs-Playoffs sein oder sowas. Keine Ahnung, damit kenne ich mich zu wenig mit der polnischen Liga aus. Ja, es wird wahrscheinlich Playoffs gegen den Abstieg sein. Auf jeden Fall Legia Warschau mit dem Meistertitel. Lech Posen kommt in die Euroleague. Wisla Krakau muss da nun also dagegen ankämpfen, abzusteigen. Außerdem auch Rzeszów auf 9. Dann Portugal wird leider angeführt von Porto. Punktgleich dahinter mit dem bisschen schlechteren Torverhältnis Benfica Lissabon und Sporting Lissabon. Abgeschlagen dahinter auf 3. Immerhin die 3 Top-Teams in der Champions League. Belenenses wird nur 10. Boavista 13. Und das war's. Schottland wird natürlich wieder angeführt von Celtic Glasgow eindeutig. Dann Dub Derben und Glasgow Rangers, dann Hearth of Midlothian, abgestiegenes Hamilton, Academical FC, Inverness kann sich noch drinne halten. Schweden wird angeführt von Aik Solna, Helsingborg, Göteborg, Malmö 4, Sundsvall und Falkenbergs FF müssen runter. Die Schweiz wird angeführt von Basel und den Young Boys Bern, Zürich und Sion müssen in die Euroleague, Vaduz muss runter und in der Challenge League ist, glaube ich, Zürich aufgestiegen, ja deutlich, ohne Probleme, werden nächstes Jahr wieder in der ersten Liga spielen und hatten in Euroleague, hatten sogar eine Champions, nee, in Euroleague teilgenommen, waren da aber in der Gruppenphase ausgeschieden. Trotzdem als Schweizer Zweitligist ist es auch nicht schlecht, Euroleague. Pokalsieger und Absteiger gewesen. Und die scheinen schon wieder den Pokal gewonnen zu haben, oder was? Nee. Aber dort ist die Regel wahrscheinlich noch so, dass Sion sich ja qualifiziert hat und deswegen sind sie als Finalist trotzdem wieder in Euroleague. Als Aufsteiger auch nicht schlecht. Real gewinnt auf jeden Fall in Spanien. Barca dahinter und Atletico. Deportivo auf dem souveränen 10. Las Palmas, Alaves und Osasuna müssen runter. Levante und Rayo Vallecano kommen hoch. Diese 4 müssen runter. Davon unter anderem Reus Deportivo. Zwischendurch an uns interessiert. Tschechien wird angeführt von Teplice und Pilsen. Sparta Prag, die ja früher so eine Top-Mannschaft in Tschechien waren, nur auf 12. Zlin und Karvina müssen runter.
dann die Türkei, angeführt von Galatasaray und Beşiktaş, dann der Fenerbahçe und Trabzonspor, runter müssen Gaziantepspor, Karabükspor und Alanyaspor. Dann die Vereinigten Staaten, New York Red Bulls, DC United, Montreal Impact, die zwischendurch auch an uns interessiert waren, als sie noch Erste waren. Orlando City muss runter. In der Western Conference, Colorado Rapids, LA Galaxy, Portland Timbers und die San Jose Earthquakes, dort muss Sporting Kansas City runter. Und dann gehen wir als letztes nach Österreich, angeführt von Austria Wien, dann der Rapid Wien, das gefällt mir natürlich sehr. Salzburg nur auf 3, St. Pölten muss runter, das gefällt mir auch sehr. In der zweiten österreichischen Liga kommt LASK Linz hoch, die anderen Linzer müssen runter, Kapfenberg ebenfalls. Und dann sehen wir uns gleich nach dem nächsten Cut wieder. Und da sind wir wieder nach dem Cut. Und zwar gucken wir uns noch jeweils ab dem Halbfinale die Champions League und die Europa League an. Die Champions League schaffte es Barca und Real ins Finale. Die beiden spanischen Vereine setzten sich gegen die beiden englischen Vereine City und Tottenham durch. Im Finale gewann Real im Elfmeterschießen klar und deutlich mit 6:3 und holte sich somit den Champions League Titel. In der Euroleague haben wir jetzt schon das Ergebnis gespoilert gekriegt. Inter Mailand setzte sich im Halbfinale gegen Mainz 05 durch, die es bis ins Halbfinale geschafft haben. Bayern München setzte sich gegen United durch und im Finale gewann Bayern München gegen Inter Mailand. Das heißt, die müssen ja... Die wurden Dritte in der Gruppe mit Basel, Lissabon und Beşiktaş Istanbul. Warte mal, das will ich jetzt nochmal sehen. Welche Gruppe waren die da? Gruppe G? Gruppe G in der Champions League. Tatsächlich, die wurden Dritter hinter Sporting und Basel. Ach du Scheiße. Ja, auf jeden Fall sehen wir uns gleich wie schon 10-mal jetzt nach dem nächsten Cut wieder. So, und das war der Cut und hier sehen wir ja, was ich vorhin angesprochen hatte mit den Fremdsprachen. Englisch ist natürlich die beste Fremdsprache mit 15 Punkten. Außerdem sind wir am Lernen von Dänisch, Isländisch, Finnisch und Schwedisch, wo wir jeweils schon 2 Punkte haben. Angefangen hatte ich mit Dänisch, was auch immer so einen kleinen Vorsprung gegenüber den anderen hat. Und dann sehen wir uns wieder nach einem kleinen Cut wieder. So, und damit zum letzten Mal nach dem Cut. Mir fällt jetzt nämlich außerdem hier nichts mehr ein, was ich noch großartig reinbringen könnte. Ihr könnt ja gerne wie immer reinschreiben, was beim nächsten Mal dabei sein soll. Und zwar gehen wir jetzt nochmal zu den Fans hier. Und zwar die Meinung der Fans. Dort haben wir einmal John L. aus Hi Y Kombi. Der hat gefragt, Felix Seist, wer ist das? Schon ein bisschen fies gegenüber einem Trainer, der aus 14 Spielen 10 Siege und 2 Unentschieden geholt hat. Und Alex W., ebenfalls aus Highway Kombi, interessiert sich nicht so wirklich für den Verein, war auch schon ewig nicht mehr im Stadion. Lee H. aus London fragt, ein Mentaltrainer, ist das nicht so eine Art Psychiater? Und Harry's C. aus London ist stolz auf die Mannschaft. Die Fans sind alle dafür, dass der Vertrag mit Felix Leist verlängert werden soll. Wogegen ich aber bin, beliebtester Spieler bei den Fans war Blomfield, der ja auch im Team des Jahres der 4. Liga war. Und damit verabschiede ich mich dann. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Euch noch wunderschöne Tage. Ciao.